Willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute mal ohne Brille. Sieht vielleicht ein bisschen weird aus, aber ich hoffe, ihr hört auch nicht die Katzen im Hintergrund. Aber wenn ich die aufsetze, dann sieht man mein Ringlicht und ja, ist halt blöd. Und zwar wird dieses Video in mehrere Teile geteilt sein. Also ich muss mal gucken, wie lang jetzt das Video hier wird, wenn es zu kurz wird. Also wenn es jetzt nur so 3 Minuten oder so geht, dann werde ich die Sachen so zusammenschneiden, weil ich habe jetzt hier eine Bestellung von Smilo Dogs, und zwar habe ich meine neuen Sportklamotten bekommen. Ich habe noch bei Woman's Best bestellt, das wollte ich mal ausprobieren. Das habe ich auf Instagram gesehen. Und bei GUT7 habe ich was bestellt, so Proteinsachen und so. Ich habe sogar heute meinen ersten Erfolg im Gym gehabt. Das werde ich aber vielleicht mal in ein anderes Video noch mit reinpacken. Vielleicht so ein kleines Fitness-Tagebuch oder halt so ein Update, wie es läuft. Ja, auf jeden Fall habe ich heute schon einen sehr tollen Erfolg gehabt. Ja, und auf jeden Fall kam da gerade Leroy und spielt am Stativ. Deswegen hoffe ich, da reißt jetzt nichts um, weil die jagen die ganze Zeit Fliegen. Ich hoffe nicht, dass die jetzt hier was umreißen. Auf jeden Fall. Jetzt ist es mein Docs-Paket da und wir packen das mal aus. Wie gesagt, ich habe bei GUT7 auch noch bestellt und ja, das kommt aber erst alles in den nächsten Tagen an. Deswegen, mal sehen. Ja, auf jeden Fall, hier ist die Rechnung und Werbung für Neosubs. So. Ha, geil. Stimmt, da war ja was. Man kriegt zu jeder Bestellung eine gratis Maske dazu. Gut. Wenigstens habe ich jetzt meine schwarze, das würde wenigstens zu meinem Outfit gerade passen. Wenn ihr sehen könntet, die Katzen hier gerade. Hi, mein Schatz. Möchtest du Hallo jagen? Möchtest du Hallo jagen? Möchte er nicht. Okay. So, dann kam ja jetzt die neue Advanced-Kollektion raus. Das habe ich mir dann mal angeguckt. Und ich fand auf dem einen Bild auf Instagram diese Hose so unfassbar schön. Das ist die. Steht das hier drauf? Wow. Darmleggings. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Das Einzige, was mich ein bisschen verwundert bei Smilo Dogs, dass die keine XL haben. Ich bestelle gerne in XL. Also die L wird mir jetzt auch passen. Ich habe schon eine Smilo Dogs Hose. Aber die L wird mir jetzt auch passen. Es ist halt immer so von der Länge her, weil ich ziemlich groß bin. Aber gut. Ich muss auch was loswerden zu Oceans Apart. Ich habe, die Sachen von Oceans Apart sind ja nicht wirklich billig. Und ich habe mir vor, weiß nicht wie vielen Monaten, ich glaube im Februar oder so, hatte ich mir 2 Sets da bestellt. Und ich hatte die jetzt aber nicht so oft an, da ich auch umgezogen bin, und habe ich gestern gesehen beim Homeworkout, das eine Set, das hatte ich vielleicht das dritte, vierte Mal an, ist das gerissen. Ich werde dann mal den Kundenservice schreiben, weil ich kann es zwar jetzt nicht mehr zurückschicken, aber es kann ja nicht sein, dass irgendwas haben sie mir geklaut. Was hast du geklaut? Das darfst du doch nicht. Nein, nein. Wie? Ja, es kann ja nicht sein, dass es nach 2-3 Mal benutzen einfach reißt. Das ist ja wohl der größte Müll, den es gibt. Und dafür, dass die Sachen so unfassbar teuer sind bei Oceans Apart, also naja. Und ich fand halt die Farbe auch mega schön. Ja. Hallo, stellst du das bitte? Dann habe ich mir
passend für den Sommer, weil ich habe jetzt im Moment nur eine kurze Hose von Amazon. Und ja, gut. Jetzt habe ich mir mal so eine bestellt, in schwarz. Auch von der, das ist alles von der Advanced Kollektion. Alles in L. Ja, ich finde es halt nur ein bisschen komisch, dass die keine XL haben. Ich wollte mich mit XL ein bisschen wohler fühlen, aber nun gut. Einmal die. Ich weiß gerade die Preise auch nicht. Steht auch gar nicht drauf. Also, ich werde euch die dann wie immer hier irgendwo unten einblenden. Ich werde jetzt die euch nicht zeigen, wie die, glaube ich. Also ich werde euch... Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob ich euch zeige, wie sie aussehen, weil... So im Einklang bin ich mit meinem Körper nun nicht. Lässt du das doch mal bitte, Herr David? Klingt. So. Und dann habe ich noch aus der Advanced-Reihe diesen Sport-BH bestellt. Der passt halt zu beiden, zu dieser kurzen Hose und zu der hier. Fand ich die Kombo, die war auf Instagram und die fand ich so schön. So sieht der Rücken aus. Auch wieder in L. Und es hat sogar so eine Pads hier drin, die man rausnehmen kann. Aber ganz ehrlich, die mache ich immer raus. Ich hasse das. Weil wenn du die dann in die Wäsche schmeißt, dann sind die so zusammen. Und dann musst du da immer drin rumfummeln, bis die dann wieder auseinander sind. Und das nervt. Ja. Das war meine Smilodox-Bestellung. Wie gesagt, die neue Advanced-Reihe, die kam jetzt erst raus. Und da ist halt alles so, dass alles irgendwie so ein bisschen zueinander passt. Also, dass man alles ein bisschen miteinander kombinieren kann. Ja. Jetzt werde ich mal sehen, wie lang das Video dann nach dem Schnitt ist. Ach so. Ich hab's vergessen. Wenn das Video zu kurz ist, dann... Seht ihr ja den nächsten Clip von Woman's Best und oder GOT7. Bei GOT7 kriege ich sogar zwei Pakete, weil ich habe bestellt und dann einen Tag, wirklich einen Tag danach, war so eine riesen Rabattaktion, da ich gedacht, okay, muss ich halt nochmal bestellen. Ja. Aber wenn das Video jetzt schon zu Ende ist, dann könnt ihr euch auf die nächsten Videos freuen. Wenn ihr noch Anregungen habt oder halt Vorschläge, wo man noch so Sportklamotten bestellen kann, bis auf Ocean Support, weil da bin ich gerade ein bisschen ja, auf Kriegsfuß, bis die mir vielleicht eine neue Hose schicken, gell, mein Schatz? Ja, auf jeden Fall könnt ihr mir gerne Anregungen in die Kommentare schreiben. Tut mir sehr leid, dass ich noch nicht so... im Einklang mit meinem Körper bin, dass ich euch das zeigen kann. Weil es gibt ja ganz viele, die dann halt zeigen, wie es aussieht. Vielleicht mache ich es ja doch. Ich glaube aber eher nicht. Ja. Ich habe gerade gesehen, das ist ja richtig Mesh hier. Seht ihr das? Voll schick! Kann ich aber trainieren gehen. Werde ich gleich morgen austesten, ob die kurze Hose besser ist als meine Hose von Amazon. Was ich eigentlich auch glaube. Aber gut, dann bis zum nächsten Mal.